Nach dieser höchst interessanten Zeitreise durch die Geschichte des Skisports sind wir wieder zurück, live in Kitzbühel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und mittlerweile zigtausende Fans hier, die sich eingefunden haben, rund um das Zielgebäude. Denn hier wird in etwa einer Dreiviertelstunde die Siegerehrung stattfinden, die Siegerehrung der heutigen Abfahrt auf der Streif. Ich befinde mich auf dem Dach des Zielhauses. Und es hat da vor wenigen Minuten ein bisschen ein Geknatter gegeben. Das war ein sogenannter Black Hawk. Das war einer der neuen Hubschrauber des österreichischen Bundesheers. Der hatte eine ganz besondere Fracht an Bord, nämlich die Finalisten von Starmania. Die wurden direkt aus Wien hierher eingeflogen, denn die haben heute hier in Kürze einen gemeinsamen Auftritt. Da steigen sie aus. Es gibt ja hier ein umfangreiches Rahmenprogramm rund um die Siegerehrung. Es gibt hier einige Show-Acts, unter anderem, wie gesagt, die Finalisten von Starmania. Ganz kurz zum Programm. Wir werden den Auftritt von Starmania natürlich Ihnen zeigen. Dauert ungefähr eine Viertelstunde. Um 18 Uhr beginnen wir dann mit unserem Studio hier. Da werden wir die heutige Abfahrt ganz genau analysieren und um 18.30 Uhr zeigen wir natürlich dann die große Siegerehrung mit dem anschließenden Feuerwerk und dann erwarte ich auch noch die Läufer bei mir im Studio, natürlich auch die besten Österreicher Stefan Eberharter, Hannes Trinkl und vielleicht auch Hermann Mayer, eingeladen haben wir ihn, aber er überlegt sich noch, wir hoffen, dass der Hermann zu uns ins Studio kommt und dann werden wir natürlich auch einen Ausblick machen auf den morgigen Slalom, da erwarten wir im Studio Mario Matt, Rainer Schönfelder und Manfred Pranger. So, jetzt aber zunächst einmal zum Auftritt der Starmania-Truppe und da übergebe ich an meinen Ö3-Kollegen Peter L. Eppiger. Der steht nämlich eine Etage tiefer. Und es ist eine beeindruckende Kulisse, die sich hier den 12 Finalisten gleich bieten wird, denn sie singen im Studio normalerweise vor 600-700 Menschen. Heute stehen hier Tausende, es ist der erste große Auftritt, ich bin gespannt, wie sie gemeistert werden. Die 12 haben sich ja bereits unter 2000 durchgesetzt bei Österreichs größten Casting in der TV-Geschichte. Sie sind die 12 Finalisten von Starmania. Begrüßt sie mit mir mit einem großen Applaus. Hier sind Livia, Christina, Beate, Vera, Nidl, Michael, Andreas, Putzi, Markus, Lukas und Boris. Wherever you are, join in a new and star mania. You're born to be a star, come show you are. And you win star mania. Yeah.
Danke. Live auf der Streife. Und vielleicht haben Sie sich zu Hause über die vielleicht etwas eigenartige Choreografie gewundert, dieses Hin- und Herspringen. Das ist nicht einstudiert, nein, das sind die Schneebälle, die hier fliegen. Mein Gott, gehört dazu. So, Andreas, der junge Mann, ist gestern rausgeflogen. Leider. Hast du dich schon von deinem Schock erholt oder geht's? Ja, also, ich habe mich schon erholt von meinem Schock. Und ich nehme das eigentlich einfach von der lässigen Seite. Ich tue mir da nicht allzu viel an. Es sind super, sie macht Kuchen gewesen, ja. Den Rest machen wir da so. Waren super Momente, was ich dort erlebt habe. Alles okay hier daneben? Nidl kämpft mit den Schneebällen? Passt alles, ja? Ich bin so klein, mich trifft eh keiner. Großartig. Beate, hatte etwas Angst vor dem Hubschrauberfliegen? Wie war es denn heute mit dem Black Hawk Hubschrauber hier nach Kitzbühel einzufliegen? Also wir haben uns gedreht und es war einfach nur cool. Du, Putzi, bist du der Mann mit der Flugangst oder wie war's? Nein, ich habe keine Flugangst. Es war super, es war wirklich. Über den Wolken, das war super. Ja. Langsam wird es etwas gefährlich hier, wir können bald hier Schneemänner bauen. Um Gottes Willen, geht's eh noch halbwegs, die Mütze ein bisschen mehr runter, der Mann ist etwas krank, Michael. Christina, du wirst für viele hier als Favoritin gehandelt. Man merkt sie auch an den Reaktionen. Du wirst als Star hier gefeiert. Erstmal, wie war der Flug? Ja, ein bisschen holprig. Ah ja. Aber Kotztüten und so sind drinnen geblieben, ihr musstet sie nicht nehmen. Nein, die haben wir nicht gebraucht. Wie wird denn der weitere Abend noch verlaufen? Fliegt ihr heute wieder gleich zurück nach Wien? Dort ist ja eure Homebase. Ja, wir fahren wieder zurück und gehen dann noch dort kräftig fort. Wie ist der erste Auftritt vor einer derartig geilen Menschenmasse? Das müssen Sie sich mal vorstellen. Wenn man hier reinschaut, sieht man nur Menschenköpfe und viele jubeln euch zu. Bitte, come on! Hättest du mir das noch gedacht vor 2-3 Wochen? Hättest du mir das gedacht vor 2-3 Wochen? Nein, auf keinen Fall. Also für so viele Leute, Wahnsinn. Ich merke schon, je mehr wir reden, desto mehr Schneebälle kommen.